Liebe Geschwister, das Besondere in der Anfangszeit, an der Anfangszeit des Islams, war gewesen, dass man durch Ereignisse gelernt hat. Die Prophetengefährten, Allah möge mit allen zufrieden sein, sie haben in 23 Jahren erlebt, wie zu verschiedenen Ereignissen Koranverse herabgesandt wurden. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Situationen regelte durch seine Worte, durch seine Taten, zu denen auch das zählt, was er stillschweigend billigte. Das heißt, er sah etwas und hat dazu nichts gesagt. Dies bedeutet, dass diese Sache erlaubt ist, weil er war dazu entsandt, um das Richtige vom Nichtigen, vom Falschen auszusondern. Und zu diesen Ereignissen zählt, liebe Geschwister, dass er eines Tages, sallallahu alaihi wasallam, eine Freitagspredigt hielt und ein Besucher kam und gesagt hat, dass ein Beduine, ein Araber, von seiner Religion nichts weiß oder er fragt nach der Religion. Und was hat der Prophet dann, sallallahu alaihi wasallam? Er kam herab von der Kanzel und lehrte dieser Person die Grundzüge der Religion. Woraus wir lernen, dass es erlaubt ist für den Imam, für den Freitagsredner, dass er für solche wichtigen Angelegenheiten, ja, eine Person kommt und ja, ist überzeugt, aber hat noch nicht die Grundlagen der Religion gelernt, dass es für eine solche wichtige Angelegenheit ist, erlaubt ist, dass man die Freitagspredigt unterbricht, der Person diese dringlichen Fragen beantwortet und danach mit der Freitagspredigt weitermacht. Dies ist, und Allah ist mein Zeuge und wir haben zwei weitere Zeugen unter den Menschen, keine geplante Angelegenheit gewesen. Ursprünglich war es mir unlieb, einen Termin um 1 Uhr anzunehmen, aber ich habe ihn deswegen angenommen, weil ich noch in meinen Vorbereitungen gewesen bin, weil es eben eine wichtige Angelegenheit war, selbst wenn es auf Kosten meiner Vorbereitung ging. Und ich habe mich mit Bruder Nurdin und Ralf getroffen, um 1 Uhr hier. Ralf, der dem jüdischen Glauben angehörte und vom Völkischen her gesehen auch immer ein Jude bleiben wird. Ja? Also das eine ist die völkische Zugehörigkeit im Sinne von der Abstammung, ja? vom Stamm in dem Sinne. Ja? Und das andere ist eben eine freie Glaubensentscheidung. Wir haben miteinander gesessen und wie gesagt, auch ein wenig haben wir uns verspätet, deswegen, wobei ich mich nicht richtig verspäten kann, ja, heute als Freitagsredner. Und wir sind dazu gekommen, dass Ralf heute das Glaubensbekenntnis ablegen möchte. Ja? Sowieso jemand als jemand, der dem jüdischen Glauben angehört hat und in einer christlichen Welt groß geworden ist, hat er viel von den islamischen Grundlagen bereits vermittelt bekommen. Ja? Und das, was den Islam gegenüber den anderen Religionsgemeinschaften ausmacht, dies hat er verinnerlicht. Dies hat er verinnerlicht, ja? Weshalb wir jetzt keine längeren Sitzungen brauchen, um zu sehen, hat Ralf wirklich das verinnerlicht, was er verinnerlichen muss, um diesem Glauben berechtigterweise angehören zu dürfen. Und wir kennen auch Situationen, Imam al-Ghazali, er beschreibt dies mit Beduinen und in den authentischen Hadithen ist es erwähnt, dass es auch ein Jude gewesen ist, der zu einer Versammlung des Propheten gekommen ist, sallallahu alaihi wasallam, in Medina und beim Anblick des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, also ohne dass er Worte von ihm vernommen hat oder mit ihm gesprochen hat oder ihn getestet hat, sein Glaubensbekenntnis direkt gesprochen hat. Danach gefragt, wie er einfach so sein Glaubensbekenntnis sprechen könnte, obwohl er den Propheten nur gesehen hat. Allahs Segen und Frieden seien mit ihm, wobei man da lieber bloß sagen sollte. Er hat ihn bloß gesehen, nicht nur. Ja, weil nur da ist so eine gewisse mögliche Abwertung in dem Wort drin, mögliche. Ja, aber beim bloß ist es ein schöneres Wort für diese Situation. Er sah bloß den Propheten sallallahu alaihi wasallam und sprach sein Glaubensbekenntnis. Und er sagte, ich habe gesehen, dass dies nicht das Gesicht eines Lügners ist. Und Imam al-Ghazali, er kommentierte,
diese Ereignisse, entweder sind sie mehrfach vorgekommen oder wie gesagt hat er den Juden mit einem Beduinen in seinen Schriften verwechselt, dass der Iman ein Licht von Allah Ta'ala ist, was er seinem Diener als Geschenk ins Herz hineingibt. Was er seinem Diener als Geschenk in sein Herz hineingibt. Subhanallah, liebe Geschwister, ich war vor wenigen Tagen sehr traurig, als ich gehört habe, dass einer unserer geliebten Geschwister, den ihr alle kennt, wenn ihr regelmäßig hier seid, werdet ihn alle kennen, von uns gegangen ist, rahimahullah, unser Bruder Adian. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ein älterer indonesischer Mann vor ein paar Wochen noch den Adhan hier gesprochen hat? Ja, könnt ihr euch daran erinnern? Ihr habt ihn alle jünger eingeschätzt. Wir waren schockiert gewesen. Er war 83 Jahre alt geworden, subhanallah. 83 Jahre alt geworden. Und hat hier, wie gesagt, immer dort vorne gelauert. Dort vorne gelauert, dass er den Adhan wird sprechen dürfen. Immer bereit gewesen für das Gute. Und es ist jemand, ich weiß gar nicht, wie lange ich ihn kenne, mag sein, dass es 18, 19 Jahre sind, weil er diesen deutschsprachigen Islam, diese Bewegung, immer geliebt hat. Er war bei diesen Runden, wo man Koran auf Arabisch vorgetragen hat oder im Deutschen dann vorgetragen hat, was bedeutet dies für uns? Und er war da, als diese Gemeinde vielleicht 10, 15 Leute zum Freitagsgebet empfangen hat. Und er hat gesehen, wie sie gewachsen ist. Und er hat seinen Anteil daran gehabt, auch wenn er ein sehr zurückhaltender, schweigsamer Mensch gewesen ist. Ja, er hat immer mit seinem Lächeln viel Sadaqa gegeben, für sehr viel Gutes gesorgt. Und Adian, liebe Geschwister, er wurde gestern beigesetzt. Und ich möchte euch von der Beerdigung berichten. Die Beerdigung war eine sehr, sehr gesegnete Beerdigung gewesen. Es waren sehr viele Menschen da und es war auch sehr bunt gewesen. Verschiedene Nationalitäten waren da, nicht bloß Indonesier. Es waren mehrere Imame anwesend gewesen und der Imam, der das Totengebet geleitet hat, kam aus Bosnien. Wunderschöne muslimische Beerdigung, ja, wo man wirklich als Gemeinde hingekommen ist. Und der Sohn hat das so organisiert, dass der bosnische Imam das Totengebet wird leiten können, obwohl, wie gesagt, auch viele indonesische Imame und Gelehrte dies hätten tun können. Wohl eine symbolische Angelegenheit. Es waren Bekannte von Adian da, wie auch Unbekannte. Geschwister, die gehört haben, es gibt ein Totengebet, eine Beerdigung, wir werden diesem Trauerzug folgen und wir werden dort das Totengebet für ihn halten. Das ist auch ein sehr schönes Zeichen. Und auf dieser Beerdigung, es war keine so tief depressive Stimmung gewesen, sondern man war auch irgendwo, hier ein Bruder war auch mit dabei, Assalamu alaikum, es war irgendwo auch, man konnte noch lächeln, man hat noch eine innere Freude irgendwo verspürt. Ja? Seltsam, aber gehörte eben zu diesen gemischten Gefühlen. Viel Gutes war einfach anwesend, man hat es gespürt. Geschwister haben sich meinetwegen lange nicht mehr wiedergesehen und auf der Beerdigung haben sie sich wiedergesehen. Geschwister haben sich neu dort kennengelernt, Nummern getauscht. Alhamdulillah, auch der Sohn, ja, bei der Beerdigung noch, bevor die Beerdigung in dem Sinne stattgefunden hat, hat er gesagt, wenn einer von euch noch ein Recht gegenüber meinem Vater hat, ja, wenn er ihm etwas geschuldet hat, er möge zu mir kommen, ja, und wir werden die Sache klären. Das ist auch etwas sehr, sehr Gutes, liebe Geschwister, dass man einen Sohn, dass man Kinder hinterlassen hat, die sich um einen später kümmern werden. Ja? Weil wenn man sich um seine Schulden nicht gekümmert hat, liebe Geschwister, es gibt einen authentischen Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er davon gehört hat, dass eine Schuld nach dem Begräbnis beglichen worden ist, also vom Verstorbenen, ja, hat er gesagt, dass nun eine Strafe aufgehört hat. Für den Verstorbenen, weil das ist etwas, wo man ja dafür sorgen muss, dass man nicht verschuldet diese Welt verlässt. Und Alhamdulillah, eine Möglichkeit ist, dass man Kinder hat, die dann diese Schulden werden übernehmen. Für den Fall, dass man, wie gesagt, nicht dazu fähig gewesen ist. Und subhanallah, die erste Lektion, die ich euch weitergeben möchte, die ich selbst verspürt habe, ist, wir werden nicht mehr mit diesem Bruder direkt sprechen können. Eine Chance, die ist vorbei. Was hätte ich ihm alles noch gerne gesagt? Oder wo hätte ich
seine Meinung noch gerne gehört. Aber ich habe diese Gelegenheit nicht richtig wahrgenommen. Ja, vielleicht geht es euch ähnlich. Sicherlich geht es uns so mit vielen von unseren älteren Verwandten oder Bekannten. Und der Tod ist etwas, das nicht nur auf ältere Menschen zutreffen kann, wie wir wissen, liebe Geschwister. Das wissen wir. Deshalb das Erste, was wir tun sollten, liebe Geschwister, im Angesicht des Todes, sollten wir so kleinere Streitereien oder Feindseligkeiten einfach niederlegen. Oder unsere Scham überwinden, einfach mal anrufen. Ja? Wollt nur Salam sagen, wollt nur fragen, wie es dir geht, was du so machst. Ja? Kennt ihr diese Anrufe? Ruft jemand an, erstmal, wie geht's dir, wie geht's deiner Familie und am Ende will er was von einem. Ist nicht schlimm, ist auch schön. Ja? Aber dieses, ich wollte einfach mal anrufen, um zu fragen, wie es dir geht. Ja? Oder ach, weißt du, letztens haben wir uns gesehen, da hast du mich ein bisschen temperamentvoll erlebt. Ich wollte nur sagen, ich weiß dich zu schätzen, wenn man das Wort Entschuldigung nicht sagen kann. Ja, so. Oder einfach mal anrufen, so Gesten. Ja? Das ist etwas, was uns allen im Herzen sein sollte, liebe Geschwister. Es ist eine Art Hausaufgabe, die ich für mich mitnehme und bitte nehmt sie auch mit nach Hause, dass wir den Menschen zu schätzen wissen und deswegen nicht einfach Zeit verstreichen lassen und möglicherweise wird der Bruder oder die Schwester versterben, ohne dass wir die Möglichkeit gehabt haben, dass man sich austauscht. Auch, liebe Geschwister, was eine sehr gute Nachricht ist, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn 100 Muslime aufrichtig für die Vergebung eines Verstorbenen beten, dann wird Allah Ta'ala dies als Anlass nehmen, der Person Vergebung zu schenken. 100. Hier in diesem Raum sind ungefähr 400, liebe Geschwister. Stellt euch vor, wie wird euer Begräbnis sein? Werdet ihr 100 Leute zusammenbekommen? Eine andere Überlieferung sagt, die ist auch in Sahih Muslim überliefert, dass wenn 40 zum Totengebet erscheinen, dass Allah Ta'ala dies als Anlass nimmt, den Verstorbenen zu vergeben. Wir brauchen also 40, ja, 4 mal 10 Personen und wir waren weit mehr gestern, wobei wir kein Urteil über einen Einzelnen treffen können, sondern das ist ein allgemeines Urteil, was die Gruppe betrifft. Wir können über keine Person sicher sagen, dass sie im Paradies ist, außer die Offenbarung hat dies bereits bestätigt, die authentisch überliefert ist. Ja, in einem Hadith. Ja? Und dasselbe gilt natürlich auch in Bezug auf das Höllenfeuer. Außer, wo die Offenbarung es bereits bestätigt hat, namentlich, dass diese oder jene Person im Höllenfeuer ist. Ansonsten sagen wir, das allgemeine Urteil über diese und jene Gruppe ist das Feuer oder das Paradies. Aber wie der Einzelne gestorben ist, ja, wie Allah Ta'ala ihn abgerechnet hat, das sind Dinge, die liegen außerhalb unserer Wahrnehmung. Unseres Wissens. Und deswegen auch, liebe Geschwister, 40. Aber es gibt noch einen hoffnungsspendenden Hadith. 40 ist auch eine große Menge, ja, 40 Menschen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Verstorbene wird Vergebung von Allah erlangen, wenn 3 Reihen an seinem Totengebet teilgenommen haben. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ja, wie die Muslime das umgesetzt haben. Ja? Das heißt, wenn ganz wenige da gewesen sind, die Zahl 40 kam nicht zustande, dann haben sie vielleicht hier 4, da 3 und da 2. Ja? Dass man noch diese 4, 3, 2, dass man noch aus den 9 Leuten das meiste rausholt, ja? Beziehungsweise mit dem Imam dann eine Umstellung vornimmt. Ja? Hauptsache, dass 3 für diese Person gebetet haben. In Ägypten war ich beispielsweise gewesen, in einer Moschee, die war riesengroß. Und da hat der Imam gesagt, wir sind mehr als 100, wir brauchen keine 3 Reihen. Wenn wir in einer Reihe stehen, brauchen wir nicht die zweite oder dritte Reihe aufzumachen, sondern es ist bevorzugt, in der ersten Reihe zu beten. Und wir haben weit über 100 dort erreicht im Gebet. Aber was für uns zählt, liebe Geschwister, ist dieses Gefühl. Was entsteht, wenn wir diese Hadithe hören? Wir alle denken dann automatisch, Moment, wie kriege ich diese Leute zusammen? Und wisst ihr, was ein Weg ist? Wenn ihr die Möglichkeit habt, an einem Totengebet teilzunehmen, nehmt teil. Weil ihr dafür sorgt, dass ein Bruder, eine Schwester diese Hilfe bekommt. Und Allah Ta'ala wird euer damit verbundenes Bittgebet,
dass auch ihr eines Tages dann diese Vergebung von ihm erlangt, aufgrund dieser Tat. Er wird dieses Bittgebet nicht zurückweisen. Er wird dies auch erfüllen. Eines Tages gab es eine Beerdigung und man hat gut über die verstorbene Person gesprochen. Und so sagte Omar, Wajabat, es ist vorgeschrieben, es ist so bestimmt. Und zu einer anderen Beerdigung wurde schlecht über die verstorbene Person gesprochen. Und Omar sagte, Wajabat, es ist bestimmt. Und er wurde danach gefragt, was dies bedeutet. Und er sagte, ich gebe nur das weiter, was der Prophet weitergegeben hat, sallallahu alaihi wasallam, nämlich derjenige, der verstorben ist und gelobt wurde, dass Allah Ta'ala dies als Anlass nimmt, ihm zu vergeben. Und derjenige, der verstorben ist und über den Schlechtes gesprochen wurde, dass Allah Ta'ala dies als Anlass nimmt, diese Person zu bestrafen. Und er sagte weiterhin, dass wenn es nur 4 Menschen gibt, die bezeugen, dass man Gutes getan hat, die bezeugen, das war ein guter Mensch, dann wird Allah Ta'ala dies als Anlass nehmen, der verstorbenen Person zu vergeben. Und ihr wisst, welche Ausstrahlung der Prophet hatte, sallallahu alaihi wasallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich entsandt, wir haben dich nur oder bloß entsandt als Barmherzigkeit für alle Welten. Und dies war seine Ausstrahlung. Dann fragten einige, und wie ist es bei dreien? Und er sagte, auch bei dreien. Und dann gab es einige, die gesagt haben, und wie ist es bei zweien? Und er sagte, und auch bei zweien. Aber dann gab es ein gesundes Schamgefühl und die Leute haben gesagt, wir haben uns nicht weiter getraut, nur nach einer Person zu fragen. Aber fragen wir uns, haben wir 2 Leute, die für uns bezeugen können, das war ein guter Mensch? Haben wir nur 2 Menschen geholfen? Haben wir nur für 2 Menschen gesorgt? Einen Unterschied in ihrem Leben gemacht? Schön, dass ich dieser Person begegnet bin. Kennt ihr das in den Filmen? Ja, irgendjemand kurz vor seinem Tod und dann sieht er so ein paar Szenen, Hauptszenen von seinem Leben. Wirst du in dieser Szene vorkommen? Und wenn ja, in welcher Rolle? Nicht, dass es das Gegenteil ist. Ja? Nicht, dass du jemand warst, auf den man Flüche herabkommen sehen wollte. Diese Lektionen, liebe Geschwister, sie gehen mit diesen Hadithen einher. Sie gehen mit dem Tod einher. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, verzeiht, im Koran ist festgehalten, كل نفس ذائقة الموت. Jede Seele nicht wird sterben, sondern jede Seele wird den Tod kosten, schmecken. الذوق, der Geschmack. Jede Seele wird den Tod schmecken. Das heißt, Allah Ta'ala, er spricht uns mit einem der stärksten unserer Sinne an, der Geschmack. Kennt ihr das, wie das ist, wenn das Essen überhaupt nicht gut schmeckt? Ja, oh, wir schütteln uns. Ja? Allein der Gedanke am Geschmack vermag ein Schütteln hervorzurufen. Oder allein der Gedanke an das Lieblingsessen vermag, uns den Speichel in den Mund zu treiben. Das ist Geschmack. Nur die Vorstellung vom Geschmack bewegt uns Menschen. Und dieses Wort verwendete Allah Ta'ala in Bezug auf den Tod. Aber ich habe eine gute Nachricht für euch. Wenn wir uns anstrengen, so sagte der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, dass die Seele des Gläubigen, möge dieser Tropfen Wasser, den ich nun ausschütten werde, im Guten ausgeschüttet worden sein, die Seele des Gläubigen wird ihn verlassen, wie ein Tropfen Wasser den Wasserschlauch verlässt. Das war ganz einfach, oder? Das heißt, wir sollten keine falsche Angst vor dem Tod haben. Beziehungsweise eine gute Angst vor dem Tod wäre, dass wir uns vorbereiten auf genau diesen Moment in unserem Leben, wo unsere Seele
unseren Körper verlässt, als sei es ein Schluck Wasser. Ja, vielleicht kennen wir das, wir machen ein bisschen, keine Ahnung, wir waschen uns, wir spülen unseren Mund und verlieren dabei etwas Wasser. So leicht, liebe Geschwister, kann das sein. So leicht, liebe Geschwister, kann das sein, wenn man sich auf diese Begegnung vorbereitet. Weil wenn man sich auf diese Begegnung vorbereitet, sagt ja der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah liebt die Begegnung durch den Tod mit seinem Diener, durch den Tod des Dieners, wenn der Diener auch die Begegnung mit Allah liebt. Und umgekehrt, Allah verabscheut die Begegnung mit seinem Diener, wenn auch dieser die Begegnung mit ihm verabscheut. Lass uns ja wissen, da kann uns nichts aufhalten an schlechten Gedanken. Der Tod wird sehr einfach sein, wenn wir uns richtig darauf vorbereitet haben im Leben. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Eine weitere Lektion bezüglich des Todes. Es ist immer interessant, die sprachlichen Wurzeln der religiösen Begriffe zu erforschen. Weil die Araber, sie haben mit diesen Wörtern gewisse Dinge verbunden. Und als Allah Ta'ala sie dann ansprach und gewissen Wörtern neue Bedeutung gegeben hat, aber mit den alten Bedeutungen verknüpft, dann hat das noch mehr die Geister und die Herzen erfasst und erreicht. Was bedeutet Maut im Arabischen? Wenn ihr die alten lexikalischen Werke der Araber untersucht, übrigens viele Juden, ja, aber es gab eine Zeit, wo Juden auf arabische Standardwerke angewiesen waren, um ihre eigene Sprache nochmal linguistisch aufzuarbeiten. Das sage ich jetzt nur nebenbei, als ja, so ein bisschen einen kleinen Battle, ja, aber liebevoll. Ja. Für unseren jüdischen, muslimischen Bruder. Ja, steht. Das eine hat mit der Herkunft zu tun und die kann man ja nicht ändern. Wer kann seine Herkunft ändern? Die ist so. Ja, und das andere ist, wie gesagt, eine freigetroffene Glaubensentscheidung. In der Bedeutung von Maut ist enthalten der Stillstand. Der Stillstand. Auch die Schwäche, das Schwachwerden, das Abnehmen in diesem Sinne. Ja? Und so sagt man im Arabischen, das Feuer ist gestorben. Oder die Hitze oder die Kälte ist gestorben, im Sinne von hat nachgelassen. Jetzt frage ich mich, wie viele von uns sind in diesem Sinne tot? Stillstand, kommt nichts voran. Wie viele von uns haben nachgelassen, sind schwach geworden und sind in diesem Sinne tot, liebe Geschwister? Wir sollen auf allen Ebenen leben, liebe Geschwister. Und das Leben, Gegenteil vom Tod, ist im Arabischen auch mit dem Wachstum verbunden. Das Wachsen, das, was wächst, ist lebendig. Und auch anknüpfend an meine letzte Freitagspredigt, das ist das Gefährliche an Drogen. Weil Drogen bedeuten, jemand, der gerade sich im Stillstand befindet, er bekommt das Gefühl, als ob er sich bewegt. Weil der menschliche Körper wurde von Allah Ta'ala so erschaffen, dass wenn er sich bewegt oder wenn sich der Geist bewegt, dann schüttet der Organismus diese Glückshormone aus, damit die Leistung erbracht werden kann und auch mit einer guten Erinnerung verbunden ist. Ja, deswegen kennt die Sportler, sind total K.O., setzen sich hin und lächeln. Einfach so. Oder wenn jemand viel gelernt hat, ja, wenn jemand viel gelernt hat, dann fühlt er sich auch so, ja, er schwebt so ein bisschen. Ja. Das sind Naturdrogen. Halal. Halal. Arbeite im Kopf oder mit deinem Körper und du hast einen richtigen Rausch. Alhamdulillah. Ja, ist doch schön. Aber die Droge zerstört diesen Zusammenhang von Arbeit und Glücksgefühlen. Der wird zerstört. Das heißt, dein Leben ist Stillstand. Schlimmer noch, du läufst rückwärts. Aber deine Glückshormone werden ausgeschüttet. Deswegen, wir sollten alle eine Lektion am Tod nehmen, nämlich
Nicht denken, dass wir leben. Vielleicht sind wir auch tot gerade. Im Sinne von, wir kommen nicht voran. Ja? Wir bewegen uns im Kreis. Wir haben Stillstand. Oder wir sind schwach, wir sind nachlässig geworden. Wir waren mal dabei, Koran mehr zu lesen und unsere Gebete zeitig zu beten. Aber wir sind schwach geworden. In dem Sinne gestorben. Lass uns Allah Ta'ala darum bitten, dass er uns in diesem Sinne auch Leben gibt. Liebe Geschwister, ich möchte eine Hausaufgabe mitgeben, eine letzte Hausaufgabe. Beschäftigt euch mit dem Tod auf sehr praktische Art und Weise. Googelt bitte, oder eine andere Suchmaschine, wollt ihr keine Schleichwerbung machen, hier wollte ich eigentlich auch das Etikett abnehmen vorher, aber habe es vergessen. Bestattungsunternehmen, muslimisches Bestattungsunternehmen. Dann ruft da mal an oder schickt mal eine E-Mail hin. Die werden sich wahrscheinlich wundern, warum so viele Anrufe kommen. Ja? Aber egal, das ist deren Arbeit. Und lasst euch mal beraten. Was kostet denn eine Bestattung? Habt ihr das auf dem Konto? Wie läuft eigentlich so eine Bestattung ab? Alhamdulillah, allein diesen Tisch zu sehen, wo man gewaschen wird, hat meinem Leben sehr viel gebracht. Diesen Raum zu sehen und dieses kalte Metallding dort, dass ich da eines Tages mal drin liegen werde, ja, höchstwahrscheinlich. Also im Sinne von, dass ich dann in so einer Vorrichtung gewaschen werde. Ja. Das hat mir sehr viel geholfen, liebe Geschwister. Und hier, es gibt viele in unserer Umgebung, ja, die man sich mal anschauen kann. Und die sind natürlich auch daran interessiert, Kunden vorher zu gewinnen. Ja, kommen Sie vorbei, wir zeigen Ihnen unsere Einrichtung. Ja. Macht mal diese Hausaufgabe. Und zum anderen besucht muslimische Grabfelder. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat regelmäßig alltäglich die Gräber besucht. Regelmäßig. Und er war der produktivste Mensch auf Erden. Es hilft uns. Das lässt uns das Wahrhaftige vom Falschen unterscheiden. Und aktiv sein im positiven Sinne. Und glücklich sein auch. Alhamdulillah, ich bin am Leben, ich kann noch was machen. Besuch die muslimischen Grabfelder. In Bad Vilbel gibt es ein muslimisches Grabfeld. Ja? Unser Bruder Adian ist im Waldfriedhof begraben. Und dieser Spaziergang, liebe Geschwister, wird euer Leben garantiert positiv verändern. Und es gehört zu unserem Unglück, dass in dieser Gesellschaft der Tod nicht präsent ist, wie er damals in der Zeit vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und wie in vielen anderen Gesellschaften, auch nicht muslimischen, heute noch präsent ist. Man geht raus, mitten in der Stadt, ein Friedhof, ich war in Sarajevo gewesen, man sieht überall Kreuz, also Entschuldigung, überall die muslimischen, keine Kreuz, überall die muslimischen Grabsteine, ja, auch die Grabsteine der Märtyrer, ja. Und das gibt dem Leben auch einen gewissen Geschmack. Weil man merkt, weil die tot sind, bin ich am Leben. Die haben die Möglichkeit nicht mehr, ich habe sie. Und eines Tages werde ich ihnen folgen. Und das ist sehr gut. Ja, der Ehemann, der, keine Ahnung, sauer auf seine Frau ist. Stell dich mal vor, er würde auf dem Weg nach Hause würde ein paar Grabfelder sehen. Pff, da ist er doch schon beruhigt, oder? Und umgekehrt genauso. Ja? Nehmt euch diese beiden Hausaufgaben vor, liebe Geschwister. Ruft bei einem muslimischen Bestattungsinstitut an, erkundigt euch nach den Prozessen, nach den Kosten, ob man auch mal das Unternehmen besuchen kann, man möchte mal gucken, ja, wie läuft das da so ab. Und besucht muslimische Grabfelder oder besucht eure Verstorbenen im Speziellen, ja, eure Verwandten und eure Bekannten und sprecht Bittgebete für sie, nicht Richtung des Grabes, aber Richtung Qibla, ja, hebt eure Hände dabei, also kommt diesen vorbildlichen Handlungen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Sinne nach. Übrigens, das gilt auch für Frauen. Ja, an dieser Stelle, es gibt verschiedene Meinungen unter den großen Gelehrten und alle verdienen einen Respekt. Ja? Das, was aus der Sicht vieler Gelehrter das Richtigste ist, und es gibt auch andere richtige Auffassungen, ist, dass die Frauen genauso dazu angehalten sind, die Gräber zu besuchen, wie die Männer. Mit kleinen Einschränkungen, ja, die auch von Frau zu Frau sich unterscheiden mögen. Weil Aisha, und das ist authentisch festgehalten nach Imam al-Dhahabi, sie berichtet, sie kommt von einem Grabfeld, von einem muslimischen Grabfeld, und dann wurde ihr gesagt, aber das ist doch verboten für muslimische Frauen. Und da sagt Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, unsere Mutter, wie im Koran festgehalten ist,
die Ehefrauen des Propheten Muhammad sind die Mütter der Gläubigen. Sie sagte, das war damals der Fall. Und dann hat der Prophet Muhammad es uns aufgetragen. Ja, weil damals waren viele falsche Vorstellungen mit den Besuchen von den Friedhöfen verbunden. Die mussten erstmal so ein bisschen raus aus den Assoziationen der Menschen. Assoziationen. Zum Beispiel meine Assoziation mit Grabfeldern waren Kreuze gewesen. Versteht ihr? Weil das ist das, was man in seinem Alltag hier mitbekommt. Wir leben nicht in einem muslimischen Land. Ja? Das ist eine Assoziation. Ja? Und dann war es ihnen aufgetragen. Und der Hadith, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass Allah ta'ala die Frauen verflucht, die die Gräber besuchen, ja, da ist die Steigerungsform, Zawarat, mit erwähnt. Und Imam al-Qurtubi hat gesagt, dies ist darin begründet, möglicherweise darin begründet, dass die Frauen mehr Emotionen zeigen, die dann auch gewisse Grenzen überschreiten, beziehungsweise dass die Frauen dann auch familiäre Pflichten vernachlässigen würden, ja, wenn sie oft die Gräber besuchen. Stell dich mal vor, eine Frau besucht oft das Grab und dann kommt sie zu den Kindern und kann nicht richtig mit den Kindern spielen. Katastrophe, ja? Gut. Aber da, wo das nicht zutrifft, sagt Ash-Shawkani, dort gibt es kein Verbot. Und das ist aus Sicht der Gelehrten richtigeren Auffassungen in Bezug auf das Besuchen der Gräber, auch seitens der Frauen. Liebe Geschwister, wir kommen langsam nähern uns dem Ende der heutigen Ansprache. Ich darf darauf aufmerksam machen, dass die Geschwister nun aufstehen werden und für die Aktivitäten und laufenden Kosten auch der Gemeinde sammeln werden. Haltet euch aber noch ein paar Euros, ja? Also ihr habt sozusagen einen Schein für die Moschee und den anderen Schein, weil was wollt ihr mit dem Klimpergeld? Ja, das Klimpergeld, das könnt ihr selber ausgeben. Wir wollen die Scheine sehen. Wir wollen es rascheln hören, nicht klimpern. Warum dieses Klick, 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 Klick? Lasst raschel, raschel, raschel. Ja? Hören. Ich bin ein bisschen aufdringlich, aber verzeiht mir. Ja? Einen Schein für die Moschee und den anderen Schein für den Stand dort draußen, wofür die Winterhilfe in Syrien gesammelt wird. Und die haben auch dort Dinge zum Spenden schmackhaft machen. Das heißt, dort kann man dann auch ein Stück Kuchen mitnehmen oder ein Getränk. Das heißt, das ist hier klingeln und dort auch klingeln oder hier rascheln und dort auch rascheln. Lass dieses Wasser auf diesen Mimbar nicht umsonst gewesen sein. Dieses Wasser ist deswegen ausgeschüttet worden, dass ihr das gesehen habt. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch bildlich Dinge erklärt hat. Und dieses Wasser wird später auch dafür genutzt, dass wir den Mimbar etwas sauber machen. Deswegen war es dann auch nicht ganz verschwendet. Okay, aber lasst dies nicht umsonst gewesen sein. Stellt euch immer vor, wie die, ja, könnt ihr mal ein bisschen am Spülbecken selber sehen. Und dann, oder in der Badewanne, ja, schaut euch an, wie Wasser ein Gefäß verlässt. Und sagt, oh Allah, das möchte ich für meine Seele. Und euer Leben wird viel befreiter sein, liebe Geschwister, viel befreiter. Ja, Mujib, du bist derjenige, der das Bittgebet erhört und erfüllt. Oh Allah, wir bitten dich um deine Vergebung. Bitte vergib uns und unseren Geschwistern im Glauben, unseren Eltern, den Verstorbenen, den Lebenden. Oh Allah, bitte führe diejenigen, die dein Licht suchen, zu deinem Licht und lasse uns die Überbringer deines Lichtes sein, oh Allah. Oh Allah, bitte schweiße uns Muslime zusammen. Bitte lass uns mit einem Herzen pochen und mit einer Hand zupacken, oh Allah. Und bitte entnehme aus unseren Herzen den Hass, die Missgunst, den Neid gegenüber unseren Glaubensgeschwistern, oh Allah. Und auch den falschen Groll gegenüber unseren Nachbarn. Lass uns gute Nachbarn sein, oh Allah, die besten Mitmenschen sein. Lass uns die Welt in unseren Händen, aber nicht in unseren Herzen haben, oh Allah. Oh Allah, bitte stehe allen Schwergeprüften bei, den Flüchtlingen, den Bekriegten, den Gefangenen, den Kranken, den Trostsuchenden, oh Allah. Und lasse unser Leben ein Zeugnis sein, auf das diese Menschen, wenn sie verstorben sind, für uns bei dir bezeugen, dass wir gute Menschen gewesen sind. Allahumma amin. O Allah, begib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir beten hat und bitte schenke uns Schutz und Zuflucht vor all dem, wofür auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. O Allah,
Bitte hilf uns, unsere Gebete in der richtigen Zeit zu verrichten und sie zu lieben, O Allah. Und bitte hilf uns dabei, unseren Charakter von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde zu verbessern. Allahumma amin. Und bitte lass uns den nächsten Ramadan erleben und ihn fastend verbringen dürfen und genießen dürfen in dieser Gemeinde, O Allah, oder in anderen Gemeinden. Und bitte schenke uns einen umfangreichen Segen und eine umfangreiche Vergebung. Und lass uns am Tag des Gerichts, O Allah, aus der Hand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam trinken und mit ihm und den Prophetengefährten und den anderen Propheten Nachbarn sein dürfen. Amin. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.